So, Freunde, es ist wieder soweit. Ihr seht's am Titel. Ich zeige euch die aktuell besten Klassen in Warzone. Vor allem jetzt, wo Rebirth Island wieder da ist, denke ich, sind sehr, sehr viele Leute von euch auch daran interessiert, mal wieder reinzugehen und fragen sich jetzt, hey, was für Waffen muss ich leveln? Was kann ich am besten spielen? Und euch gebe ich diese Antwort in diesem Video. Falls ihr noch neu auf dem Kanal sein solltet, solche Videos gibt es immer, wenn es große Updates oder Patches gibt, wo sich einfach vieles verändert. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen einfach nur nach der Arbeit zocken wollen und deshalb, ja, keine Lust haben, alle Waffen zu testen, sondern einfach nur das Beste spielen wollen. Hier in diesem Video zeige ich euch deshalb die ganzen Klassen und diese Videos gibt es regelmäßig. Falls ihr das nicht verpassen wollt, gerne einfach ein Abo da lassen und um das Ganze zu unterstützen, gerne auch ein Like. Wir gehen rein. Ich habe ja schon ein Klassenvideo gemacht zur aktuellen Meta und ich denke, dass eine der beiden Waffen auf jeden Fall genervt wird. Aber was ich noch dazu sagen möchte, ist, ich habe eine Sache an meinem Grundsetup geändert und zwar Rauchgranate. Ne? Klar, Standard ist in Warzone 2 oder 3, wie auch immer, auf jeden Fall Meta. Und die Aerosolgranate auf Deutsch, auf Englisch heißt sie irgendwie Thermo, whatever, hier das. Thermobaric Grenade, genau. Das Teil wurde krass gebufft, also verbessert. Und im Gegenzug wurden so Sachen wie die Splittergranate, aber auch die Semtex genervt, also verschlechtert. Ich spiele die Aerosolgranate und dazu dann diese Perks aktuell. Immer noch meine, ja, Lieblingsperks. Fingerfertigkeit zum schneller Nachladen, finde ich geil. Bergsteiger habe ich mich extrem dran gewöhnt, habe ich am Anfang immer abgelehnt, weil ich dachte, bringt eigentlich nicht so viel, aber ihr habt einfach die doppelte Höhe, von der ihr runterspringen könnt, ohne Schaden zu nehmen. Es ist einfach sehr, sehr stark. Ein bisschen was wurde übrigens an den Perks genervt, falls ihr euch erinnern könnt. Ich habe ein Video auch dazu gemacht oder ein TikTok, glaube ich nur, zu dem Bestrahl-Perk. Das funktioniert nicht mehr, dass man sich Plates geben kann, während man angeschossen wird. Deshalb spiele ich es auch nicht mehr. Aber dazu zusammenflicken, absolutes Meta-Perk in meinen Augen. Alles andere hier ist vielleicht ganz cool, auch gehärtet, aber zusammenflicken ist so viel stärker, weil ihr immer wieder Leben dazu bekommt, wenn ihr euch Platten gebt oder wenn ihr eben einen Gegner knockt. Und das ist so, so wichtig, vor allem auf Rebirth, denn ja, so könnt ihr einfach eure Regeneration verbessern und könnt direkt den nächsten fighten, was sehr, sehr wichtig ist. Und alarmiert natürlich, um zu wissen, wenn euch jemand von der Seite oder von hinten anschaut. Das ist das Grundsetup und dann kommen wir ganz kurz und schnell zum Meta, weil, wie gesagt, habe ich ja eh schon ein Video zu gemacht. Das ist einmal hier die SOA-Subwörter. Wir müssen die Szene ändern. Das ist hier die SOA-Subwörter-Klasse. Hat auf Mid- und Long-Range einfach für den Rückstoß, die hat, die beste Time to Kill. Deshalb spielt die aktuell jeder. Gab natürlich wieder sehr viele Buffs und auch Nerfs. Beispielsweise die Ram 7 wurde in den Boden genervt eigentlich. Aber das Teil ist immer noch nicht so einfach zu spielen und für viele Leute wahrscheinlich nicht das Optimale. Deshalb bleibt dran, ich habe noch ein paar Alternativen für viele von euch, die sehr, sehr viele Leute ignorieren. Aber die Klasse würde ich wahrscheinlich so empfehlen, vor allem mit dem Visier, wenn ihr sagt, ey, ich kann auch aufs Visier verzichten, könnt ihr das Visier wegmachen und stattdessen beispielsweise noch hier, spielen viele so, die Hochgeschwindigkeitsmunition draufpacken. Denn die bringt uns nochmal ein bisschen Bullet Velocity und 1020 Meter pro Sekunde ist halt schon, ja, ziemlich stark. Wenn wir das wegmachen, haben wir eine Bullet Velocity von 850 Metern pro Sekunde. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ihr das könnt ohne Visier spielen, würde ich euch empfehlen, hier die High Velocity Muni mitzunehmen. Ansonsten ist das die Klasse. Und das ist ein kleiner Tipp hier unten. Ich glaube, konnte man kaum lesen wegen der Kamera. Es tut mir leid. Das PCS 90 Sturmgriff Griffband, beziehungsweise universal, es gibt immer eins von diesen Griffbändern, was euch genau diese Vorteile gibt und das ist jetzt sehr, sehr viel stärker und spielen sehr, sehr viel mehr Leute, aus dem ganz einfachen Grund, dass der schwere Brünn-Unterstützungsgriff ziemlich stark genervt wurde. Das sind die Vorteile, die ihr jetzt bekommt, minus 10, minus 8 und plus 4 ja sogar, also ein bisschen mehr Rückstoß und wenn man das hier mal vergleicht mit diesem Griffband, minus 10, minus 7, minus 7 ist natürlich besser und deshalb spielen sehr viele Leute aktuell Griffbänder. Und das wollte ich nur dazu gesagt haben. Das ist die SOA-Klasse. Kommen wir zur Renetti. Und das Teil wurde so krass gebufft. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz eine Sache, bevor wir in die Klasse gehen. Denn das ist hier der Time-to-Kill-Graph von den aktuell, ja, stärksten, besten SMGs, also MPs in Warzone. Wenn das hier hoch ist, ne, dann bedeutet das schlecht. Also je länger es dauert, logischerweise, jemanden zu töten, desto schwächer ist logischerweise die Waffe, ne? Und ihr seht hier beispielsweise, dass die WSP 9 eine sehr, sehr krasse Time to Kill hat. Und das ist schon mal eine geile Sache. Aber was ihr auch seht, wenn ich die Renetti hier einblende, ist, dass die so viel stärker ist als alle anderen MPs im Spiel. Deshalb kann man das aktuell in Kauf nehmen, die Renetti zu spielen, auch wenn die einfach ein bisschen kacke ist vom Movement her, weil die ein bisschen slow ist, ein bisschen scheiße. Aber die tötet einfach so viel schneller die Gegner, als ja, alle anderen SMGs das machen. Deshalb, ihr seht es, ne, der Unterschied, das ist Tag und Nacht hier unten, ne, mit bis zu 17,5 Meter. Stimmt das überhaupt? 490 Millisekunden auf die Brust, das ist halt geisteskrank, ne? Und deshalb spielt man aktuell die
Renetti. Ich zeige euch hier einmal die Klasse und auch hier ist übrigens wieder ein Griffband dabei. Das hat übrigens auch meistens, diese Griffbänder, die heißen immer anders, aber die haben meistens die gleichen Vor- und Nachteile, diesen Vorteil mit dabei. Schuss-Zielstabilität. Gun-Kick-Kontrolle ist, glaube ich, horizontaler Rückstoß und Rückstoßkontrolle ist vertikaler Rückstoß, wie hier bei den Stats auch zu sehen. Oder auch, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, diese Schuss-Zielstabilität, das ist das, was ich meine, ist ein Stat, eine Stat, eine Statistik, die nicht in den Details angezeigt wird, die aber euer Rückstoßmuster viel cleaner und einfacher zu kontrollieren macht. Also deshalb ist es auch ein weiterer Grund, wieso man diese Griffbänder die ganze Zeit spielt. Was natürlich sehr, sehr wichtig ist, sieht man wieder durch die Cam nicht, es tut mir leid, irgendwo muss ich die Cam hinmachen, ist hier das Umbaukit von der Renetti. Das ist hier das Jack Ferocity Karabiner Kit, das einzige Umbaukit auch, was eben die Renetti von dieser Dreier Burst Pistole zu der vollautomatischen SMG macht. Das müsst ihr auf jeden Fall haben, weil das macht die Renetti so stark. So, und wie wir es jetzt gewohnt sind, gehe ich jetzt einfach von links nach rechts die ganzen Kategorien durch und zeige euch die aktuell besten Klassen von den jeweiligen Waffen. BP50 hat wieder einen Nerf bekommen, habe ich vorhin gespielt, tötet gefühlt überhaupt nicht mehr, macht nicht mehr so wirklich Spaß. Die SVA habe ich aber ein bisschen abgeändert und ich muss sagen, so gefällt es mir jetzt doch ganz gut. Ich war immer ein Feind von der und viele Leute haben die immer gefühlt, aber so muss ich sagen, ihr seht, ich habe hier gerade ein bisschen getestet, ist sie sehr, sehr geil, sehr wenig Rückstoß und vor allem eine ziemlich gute TTK trotzdem. Ich denke, das ist einfach eine Waffe, die sehr, sehr viele Leute spielen können und das sehr, sehr easy. Ich glaube, viele Leute haben nicht so Bock, eine Waffe zu spielen, die extrem schnell tötet, aber schwer zu spielen ist, sondern viele wollen einfach so eine, ja, ein Sturmgewehr, 60 Schuss, relativ hohe Feuerrate, wenig Rückstoß, trotzdem ganz gute Time to Kill und dann ist die SVA auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch hier spiele ich nicht mehr den brünen Unterstützergriff, sondern natürlich dieses neue, beziehungsweise nicht neue, aber dieses Griffband, was uns eben die anderen Vorteile bringt und das ist auf jeden Fall meine SVA-Klasse. Wir können direkt weitermachen bei den Sturmgewehren. RAM 7 würde ich tatsächlich persönlich nicht mehr empfehlen. Auch wenn sie immer noch zuverlässig ist, kann sie eigentlich, was Time to Kill angeht, nicht mehr so wirklich mithalten. Hat mehrfach auch Nerfs bekommen, was Rückstoß und sowas angeht. Deshalb, ich persönlich würde sie nicht mehr empfehlen. MTZ 556 hingegen kann ich sehr empfehlen. Vor allem mit einer Sniper beispielsweise zusammen. Ich glaube, viele Leute haben Bock aktuell auf Rebirth auch wieder zu snipen. Und dazu, wenn ihr keine SMG spielen wollt, könnt ihr auch natürlich die MTZ 556 spielen. Ganz gute Time to Kill, einfach zu kontrollierender Rückstoß. Relativ hohe Feuerrate und das ist hier die Klasse. Ich spiele hier tatsächlich aber einen Schaft, denn der bringt nochmal mehr Rückstoßkontrolle mit sich und ist nochmal ein bisschen einfacher zu spielen. Unterscheidet sich immer so ein bisschen von Waffe zu Waffe, welche Aufsätze da besser sind, aber das ist ja sehr easy zu spielen und kann man sich auch einfach mal als Klasse abspeichern, wenn man mal Bock hat auf was anderes. So, wir machen weiter. Absolute Sleeper-Waffe, sag ich seit über einer Season schon. Und irgendwie will sie keiner spielen. Holger 556. Ich weiß, nur ein 40-Schuss-Magazin, aber ich bin mir sicher, ich müsste mal einen Test machen, das Magazin durchzuschießen mit der Feuerrate. Könnt ihr mir nicht sagen, dass das nicht genug Munition ist, um damit 2 oder 3 Kills zu machen oder so. Die schießt halt langsam, dafür braucht ihr aber natürlich weniger Bullets mit der auch. Die hat einen extrem einfach zu kontrollierenden Rückstoß. Also, ich weiß nicht, ich sehe keinen Grund, wieso die Leute nicht anfangen, Holger zu spielen. Ich werde nie von einer Holger getötet. Ich hoffe, das fängt jetzt so langsam an. Auch hier habe ich nicht das Griffband drauf, sondern eben den Schaft. Wie gesagt, von Waffe zu Waffe immer ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist auf jeden Fall meine Holger 556 Klasse. Und wenn ihr eine Klasse aus diesem Video nur nachbaut, dann ist es auf, sollte es auf jeden Fall meiner Meinung nach die Holger sein. Vor allem in Solo. Klar, gegen Quads kann es mal sein, dass das 40er Mag nicht so geil ist. Andererseits, ne, zeige ich euch hier auch die SVA, die mit 60 Schuss MW2-Waffen, die mit 60 Schuss wahrscheinlich genauso schnell leergeschossen ist durch die höhere Feuerrate wie die Holger mit dem 40-Schuss-Magazin. Ein 50er wäre aber schon geil gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Gut, auf jeden Fall baut euch die Holger nach, speichert euch die ab und spielt die immer, wenn ihr Bock drauf habt. So, alle anderen MW3-Waffen finde ich hier kacke. Es wird Zeit, und ich glaube, das ist eine Premiere seit Dezember das erste Mal, euch mal wieder eine MW2-Waffe zu zeigen. Und zwar, weil sehr, sehr viele Leute es haben wollten auch und mir das immer wieder empfohlen wurde. Die TR-76 Geist hat eine ziemlich gute Time to Kill und ist dementsprechend auch auf jeden Fall noch spielbar. Langsame Feuerrate, erinnert vielleicht so ein bisschen an die EM2-Zeiten und sowas. Oder was könnte man das noch vergleichen? Mir fällt gerade nichts ein. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gute TTK. Relativ okay zu spielen, aber nicht einfach durch den Rückstoß. Na, hier ist schon viel dran geschossen, aber ich zeige es euch mal. Geht so ein bisschen links, rechts und dann in schrittweise so nach oben, dann hört es wieder auf. Es ist ein bisschen komisch, nicht so einfach und geht sehr langsam ins Visier. Aber viele wollten mal wieder ein MW2-Sturmgewehr haben, deshalb das ist wahrscheinlich das beste Sturmgewehr. Auch hier mit dem Griffband. Das sieht doch ein bisschen cursed aus, oder?
Ja, es funktioniert auch irgendwie nicht so. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall Strip 66, Griffband, 45 Schussmagazin, Glasos Visier, schwerer Brünn Bridle, ja, Lauf und die Casus Mündungsbremse. Falls ihr fragen solltet, wieso Casus Mündungsbremse, die zieht uns 18% horizontale Rückstoßkontrolle ab, beziehungsweise gibt uns 18% horizontale Rückstoßkontrolle, was eben das ist, was du nicht kontrollieren kannst mit Maus oder mit Controller, weil das geht nach rechts und links, ne? Wie sollst du das ausgleichen? Und wenn wir uns mehr darauf konzentrieren können, einfach nur unseren Stick nach unten zu drücken oder unsere Maus nach unten zu ziehen, ohne dabei noch auf ein anderes Rückstoßmuster wie eben rechts, links achten zu müssen, umso besser. Und deshalb ist diese Casus Mündungsbremse aktuell so beliebt und deshalb spielt die jeder. Natürlich könnt ihr auch überall auf allen Klassen, die ich aktuell zeige, einen Schalldämpfer drauf machen, wenn ihr mehr Bock darauf habt. Aber ihr seht halt, dass die Vorteile nicht so krass sind und deshalb spiele ich sehr, sehr gerne diese Casus L Mündungsbremse. So, so viel zur TR-76 Geist und so viel auch zu den Sturmgewehren. Machen wir weiter mit Kampfgewehren. Hier haben wir die SOA Subwörter, die ist natürlich geil, die habe ich auch schon gezeigt. Und das war's auch. Ja, liebe Grüße von den Kampfgewehren. Dann machen wir weiter mit den SMGs. Zu FJX Horus, das ist die neue SMG, kann ich euch noch nichts sagen. Soll angeblich eine ganz gute Time to Kill haben, aber nicht Meta. Ich habe sie aber noch nicht gespielt. Vielleicht kommt auf dem Uncut-Channel ein Video zu der oder ein Short hier auf dem Kanal. Abonniert gerne alle Kanäle von mir, dann verpasst ihr sowas nicht. AMR9 hat einen Nerf bekommen, beziehungsweise viele wurde es generell geändert und ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich kann euch jetzt die Waffe empfehlen, die wahrscheinlich Meta wird, wenn die Renetti genervt wird. Ich kann mir nämlich sehr, sehr gut vorstellen, dass jetzt übers Wochenende jeder Renetti spielen wird, die viel zu stark ist und dementsprechend auch relativ zeitnah genervt wird. Oder ja, einfach ein bisschen schlechter gemacht wird. Und dann würde eigentlich direkt die HRM Meta werden. Weil eigentlich wurden alle SMGs, die gut sind, ein bisschen genervt, also schlechter gemacht. Die HRM aber nur ganz, ganz leicht. Und ich finde die immer noch sehr, sehr geil. Easy zu spielen mit dieser Klasse. Baut die euch auf jeden Fall nach. Das ist so eine Standard-HRM-Klasse, die kann man immer spielen. Ist auch geiler zu spielen als die Renetti, weil die mehr Movement Speed hat, ein bisschen geiler zu spielen ist generell, macht mehr Spaß. Aber im direkten 1 gegen 1 auf Close Range, wie ihr an dem Time-to-Kill-Graphen vorhin schon gesehen habt, habt ihr halt einfach keine Chance gegen die Renetti. Wenn die Renetti aber genervt wird, würde ich hier die HRM so mit dieser Klasse spielen. Genau. So, machen wir weiter. Striker 9, immer noch eine Waffe, wo ich nicht verstehe, dass nicht mehr Leute die spielen. Extrem wild, absolut auf Movement gebaut und ihr seht hier schon 5,6 Meter pro Sekunde Movement Speed. Das ist extrem schnell. Mit dem Teil habt ihr sehr viel Spaß. Versprochen, wirklich. Baut euch unbedingt diese Striker 9 nach und speichert euch die ab. Die habe ich, glaube ich, jetzt auch schon in den letzten drei Videos jeweils gezeigt. Vor allem, weil es hier auch einen Shaft gibt, der nochmal richtig geil Movement gibt. Mit ein bisschen mehr Rückstoß als Nachteil. Na gut, ist halt so. Aber ihr seht, ne, ein bisschen Stick nach unten drücken und dann kann man damit gefühlt across the map, na, schlechtes Beispiel, die Leute lasern. Also es ist wirklich nicht schwer, ich drücke hier mal nicht dagegen, den Rückschuss zu kontrollieren. Ihr seht, es geht quasi nur vertikal nach oben. Das heißt, ihr drückt den Stick nach unten und ihr schießt quasi auf der Stelle. Und ihr habt richtig geiles Movement, richtig geiles Strafe-Speed. Das heißt, ihr könnt schön rechts, links strafen. Einfach eine Klasse, die ich sehr, sehr gerne spiele. Und ich hoffe, die HRM bekommt vielleicht noch eine Nerf oder so. Dann die Renetti. Und dann ist das Teil Meta. Sehr geil. Weiter geht's mit direkt der nächsten Striker. Immer noch sehr zu empfehlen. Wir zeigen euch die Klasse hier, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen mehr für Close Range und auch Mobility gebaut. Also, dass ihr auch ein bisschen mehr Movement und sowas habt. Auch die ist geil. Spielt sich eigentlich sehr ähnlich sogar wie die andere Striker. Nur halt mit einer ja, niedrigeren Feuerrate. Ein bisschen für denjenigen, der vielleicht nicht so ultra krass reinpushen will und trotzdem eine einfach zu spielende, simple SMG spielen möchte, ist das hier die normale Striker. Ich sag mal irgendwie der große Bruder, könnte man sagen, der große Bruder von der Striker 9. Ja? Okay. Das ist auf jeden Fall die Klasse, die ich hier spiele. Könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne nachbauen, sehr, sehr cool. Hat nicht die beste Time to Kill, aber gehört so zum Mittelfeld und ist deshalb einfach sehr, sehr gut und auch vor allem sehr simpel zu spielen. Ne? WSP 9, sehr, sehr underrated, weil die ja eigentlich, wenn man diesen Open Bolt Delay rausnimmt aus der Time to Kill, mit die beste Time to Kill von allen SMGs hat. Was ich mit Open Bolt Delay meine ist, ihr fangt an zu schießen. Die Bullet kommt erst ein bisschen später. Bei allen anderen Waffen ist das so, dass ihr drückt. Und es kommt direkt. Und wenn ich hier mit der WSP schieße, merkt ihr, ist das im... Ihr merkt es wahrscheinlich nicht. Es sind ein paar Millisekunden, ich glaube 60 Millisekunden, bis sie anfängt zu schießen. Und deshalb, ja, verschlechtert das quasi die Time to Kill. Weil wenn jetzt direkt jemand vor euch steht, ihr fangt halt 60 Millisekunden später an, als die zu schießen. Wegen dem Open Bolt Delay. Aber danach hat die, wie gesagt, mit die beste Time to Kill
von allen SMGs. Die ist natürlich nicht so einfach zu spielen, weil sie eine relativ niedrige Feuerrate hat für ein SMG. Dafür extreme Range, extreme Time to Kill, schön großes Magazin. Also das ist wirklich eine Waffe, die ich jedem empfehlen kann, immer noch. Sehr, sehr geil. Baut euch die einfach mal so nach und ich kann euch generell empfehlen, einfach jede Klasse aus dem Video einmal abzuspeichern und dann könnt ihr euch immer noch im Nachhinein entscheiden, ob ihr was ändern wollt oder ob ihr die einfach mal in der Runde so ausprobieren wollt. Ja, Milano bzw. WSP9 heißt sie, ja. Sehr geile Waffe. Was ich auch noch empfehlen kann, weil viele nach MW2 SMGs gefragt haben, ist natürlich die Wassenev 9K. Allerdings auch nur, wenn ihr absichtlich eine Waffe spielen wollt, die im Nahkampf gegen nahezu jede andere SMG im Game verliert, weil sie einfach zu langsam tötet. Liebe Grüße gehen raus. Wassenev ist nicht gut. Shotguns zeige ich euch nicht. Bei den LMGs kann ich euch auf jeden Fall immer noch das Brünn MK9 MG empfehlen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr easy zu waffende Spiele. Ja, verbessere ich jetzt auch nicht. Lassen wir so stehen. Weil wenig Rückstoß, 60 Schuss Magazin bringt uns mehr Mobility, weil die ja ansonsten eigentlich ein 100 Schuss Magazin hat. Für ein LMG, finde ich, geht die auch relativ schnell ins Visier. Und hat natürlich sehr, sehr wenig Rückstoß bei einer ziemlich guten Time to Kill tatsächlich. Also das Ding ist sogar für viele, würde ich einfach behaupten, die bessere Wahl sogar als die SOA Subwörter. Time to Kill natürlich bei der Subwörter ein bisschen besser, wenn man seine Shots trifft, aber Brünn MG ist natürlich einfacher zu spielen, ne? Aber auch das Brünn MG hat übrigens diesen Open Bolt Delay, das heißt, schießt nicht direkt, wenn ihr drauf drückt. Hier ist sogar noch der schwere Brünn Unterstützungsgriff drin und ich glaube tatsächlich, das kann ich jetzt hier live im Video machen, den würde ich hier aus meiner Klasse verbannen. Minus 10, minus 8, plus 4. Gibt es ein Griffband, was besser ist? Ja. Minus 7 alles, dann würde ich hier tatsächlich statt dem Brünn Unterstützungsgriff sogar noch das Stip 40 Griffband stattdessen mitnehmen, was den Rückstoß sogar noch ein bisschen smoother machen sollte, also einfacher zu spielen. Ja, sehr nice. Auch sehr nice zu spielen, habe ich immer wieder erwähnt, aber gefühlt spielt das immer noch kein Mensch, ist das Holger LMG. Hier, wenn ihr Bock drauf habt, natürlich gerne noch die Casus Mündungsbremse austauschen gegen den Schalldämpfer, aber dann habt ihr auch eine geringere Bullet Velocity, muss man sagen, ne? Also Kugelgeschwindigkeit, aber nochmal weniger Rückstoß. Und auf Range hat die immer noch eine relativ zuverlässige Time to Kill, deshalb für Leute, die vielleicht jetzt nicht so gut sind im Rückstoß kontrollieren, ist auch das eine sehr, sehr gute Idee. Ihr merkt generell, dass diese ganzen Waffen mittlerweile alle gefühlt keinen Rückstoß mehr haben, ne, mit den richtigen Aufsätzen. Und auch hier ist übrigens auch wieder der Griff mit dabei, beziehungsweise das Griffband, was hier sogar noch stärker ist, ne. Minus 14, minus 10, minus 10. Wie gesagt, immer ein bisschen waffenabhängig, was die Aufsätze für Vor- und Nachteile bringen. Aber das ist auf jeden Fall die Holger 26-Klasse, kann ich auch immer noch empfehlen. Dem ersten, glaube ich, jetzt mittlerweile alle Arsch. Und dann kommen wir noch zu den Snipern. Hier gibt es natürlich eine neue, und zwar die Morse. Und da muss ich erstmal die Klasse wieder zusammenbauen. So, und ich würde sagen, da machen wir die Rebirth-Nuke-Tarnung drauf. Licht ist an, heißt die auf Deutsch. Gut. Out of 10, was sagt ihr? Die sieht so ein bisschen verwaschen und kacke aus, meiner Meinung nach. Also, dafür habe ich jetzt nicht die schwierigste Nuke aller Zeiten in Warzone gemacht, sage ich einfach mal. Aber ja, die Morse ist sehr wild, vor allem dadurch, dass die kein Magazin hat, müsst ihr auch nie nachladen. Ihr könntet sogar rein theoretisch das den ganzen Tag machen. Und wenn ihr ins Visier geht, dann dauert das länger, die nachzuladen übrigens. Ja, ist eine Waffe aus Advanced Warfare auf jeden Fall und so würde ich die spielen. Macht bis 76 Meter One-Shot, hat nicht so eine geile Bullet Velocity. Wenn ihr die auf Long Range spielen wollt, dann müsstet ihr hier wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes drauf machen. Beispielsweise einen schnellen Bolzen weg, dafür die High Velocity Muni, die es nicht gibt, mitnehmen. Und einen Lauf, wie beispielsweise den hier vorne, für über 1000 Meter pro Sekunde. Aber das Teil macht One-Shot-Headshot und wenn ihr die auf Rebirth Island spielen wollt, dann würde ich sie wahrscheinlich so spielen. Ja, baut die Morse gerne nach. Ich habe sie nur 2 Runden gespielt, aber war auf jeden Fall ganz geil. Und was ich immer zeigen muss, einfach weil es weiterhin Meta ist auf Ursikstan, was Sniper angeht, ist die Cut AMR. Ich glaube, hier brauche ich nicht mal mehr irgendwas zur Klasse sagen, außer dass wir hier natürlich den Razorhawk Laser drauf machen müssen. Und die dann neu abspeichern müssen, mache ich gleich. Und das sind die aktuell besten Klassen in Warzone. Wie gesagt, kopiert euch die gerne, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich bin auch fast täglich live auf Twitch und auf diesem Kanal. Deshalb, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen und auch gerne mal in den Livestreams vorbeischauen. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao, ciao.